Hallo und herzlich willkommen hier zurück zu Workers and Resources Soviet Republic. Mein Name ist Ed, ich begrüße dich ganz, ganz herzlich. Schön, dass du den Weg hierher gefunden hast. Das freut mich doch ganz besonders und wie immer gilt natürlich, willst du nichts mehr verpassen. Abo dalassen, Glocke aktivieren, gerne. Kommentieren und natürlich liken, was das Zeug hält, ist ja logisch. Ist doch logisch. So, ihr sollt aber arbeiten gehen da. Mein Gott. So, beim letzten Mal haben wir uns, wie gesagt, hier weiter um die City gekümmert. Wir müssen heute mal versuchen, sag ich mal so, hier eine neue Bahn drauf zu kriegen. Das ist aber nicht so einfach gerade. Weil der kann von da fahren, der kann von da fahren. Mehr aber auch nicht. Hier kommt jetzt nichts an, weil hier nichts, weil hier keine Arbeiter gerade sind. Das ist ein echtes Problem mit den Arbeitern. Die sind ja noch nicht so ganz willig, wie ich das will. Zwei Arbeiter. Null Arbeiter. Das ist noch zu wenig. Definitiv hier zu wenig, Leute. Das geht gar nicht. 23. Ah, Mann. Es ist manchmal echt stressig. So, lass mal schauen. Also, Fakt ist, wir machen mal folgendes. Irgendwie sieht der eine auch kürzer aus als der andere, ne? Guck mal, wenn du das mal guckst. Bisschen komisch. Ja, na klar. Dann geht's auf einmal nicht. Ja, natürlich geht's das hier nicht über. Warum sollte er auch? Ja, natürlich. Er geht da nicht rüber. Mhm. Du mich auch. Warum will der denn da nicht? Da ist doch keine Kreuzung. Willst du mich schon wieder verarschen oder was? Hier ist keine Kreuzung, Mann. Unglaublich. Will mich schon wieder ärgern. Der Lump. Der Lump, der. Zu sehr bergab steil. Ja, ist klar, du mich auch. Natürlich. Natürlich, ne? So, okay, jetzt können wir jetzt hier rüber. Ja, du gehst, kein Problem. Der will er nicht. Der will auch wieder nicht und der will auch nicht. Warum will der eine und die anderen nicht, Leute? Könnt ihr mir das erklären? Kann mir, glaube ich, keiner erklären. Dann mache ich nämlich folgendes. Dann bin ich eigentlich hardcore. Dann nehme ich den Krempel hier weg. Wenn du nicht willig bist, dann mache ich dich willig. Na, du Spinne. So, zack, wir nehmen die weg, bauen eine neue Straße hin. Was haben wir hier? Industriestraße. Also eine normale Asphaltstraße ohne Beleuchtung. Ich sehe leider nicht viel, das ist das Problem. Aber jetzt geht's komischerweise, ne? Jetzt geht's. Friendly. Edgar Friendly. So, die zweite ist natürlich nicht angeschlossen. Das ist ja auch beabsichtigt momentan. Aber das bedeutet, wir können hier fahren, wenn wir wollen. Das wird ein Durchlauf-Dings jetzt werden. Der soll hier rumfahren und das Zeug wegbringen. Mehr soll der hier nicht tun. Na, seien wir ehrlich, mehr soll der hier erstmal nicht tun. So, das bedeutet, ich mache nochmal das Drahtmodell an. Das Drahtmodell. Kommen wir da in schön rum? Können wir da noch was wegnehmen? Fragezeichen. Jetzt habe ich Mist gebaut, ne? Ein bisschen doof jetzt wieder. Ach, jetzt geht's komischerweise. Ohne Probleme, ha? Huh? Ist geil. Okay, wir gehen mit dem hier rum. So, führen den hier lang. Auch wieder so ein hässlicher Knick drin, ne? Ganz ehrlich, das geht gar nicht. Das geht ja wieder gar nicht. Aber besser. Wie gesagt, wir führen ihn jetzt hier rum. Das ist der Plan jetzt. Wir führen ihn jetzt hier rum. Hier dran lang und hier drauf. Damit wir die Zufahrt haben. Weil hier klappt ja alles.
Ne? Hier klappt ja alles soweit. Das hier wird die halt die Bahn. Dann können wir hier rüberfahren mit whatever. We want. Oh, Gott sei Dank, Frühling. Leute, es ist Frühling. Es wird Frühling. Oh mein Gott, es wird Frühling. Endlich. Es wird wieder Frühling. In Workers und Resources wird wieder Frühling. Juhu. So, wir haben 1, 2, 3, 4. Okay, dann machen wir mal so, ne? Wie möglichst denselben Abstand einhalten. 1, 2, 3, 4. Ja, kommt ungefähr hin. Ist jetzt nicht auf einen Millimeter festgenagelt, aber es kommt ungefähr hin. So, zack. Erstmal nur ein Zuführband, also Zuführgleis. Später wird es mehr. So, bam, bam. Später wird es definitiv mehr werden wieder. Nur, dass wir heute da mal am Start das haben. So, der große Plan. So, kommen wir hier in schön rum. Relativ. Na, halt. So. Eingangssignal, immer ganz wichtig bei den Gleisen, das so zu setzen. Wenn ihr in eine Kreuzung reinfahren wollt, müsst ihr ein Kettensignal, aka Chainsignal, setzen. Wenn ihr rausfahren wollt, das normale Formsignal. Na? Damit der hier dann hier durch ist, signalisiert wird, ach, der nächste kann kommen. So, jetzt mache ich folgendes. Ich nehme mal das Zweiersignal. Lass das hier mit rumlaufen. Wie gesagt, das ist erstmal nur ein Durchfahrtsbahnhof, ne? Also da nicht wundern. Jetzt gucken wir mal wegen der passenden Lokomotive. Wir brauchen ja hier auch nicht viel. Nur Hauptsache, es wird mal weggeholt. Wie viel haben wir denn hier? Mm-mm. 20 Tonnen. Und Kies. Kies haben wir hier auch. Eieiei, Kies müssen wir irgendwie wegholen. Kies ist ein Problem. Kies, Kies, Kies. Ein Kieslager muss her. Können wir da noch. Gibt es da noch einen Ausgang? Nein, das Ding hat leider keinen Ausgang. Das heißt, ich muss den Kies da irgendwie auch noch wegtransportieren. Irgendwo hinlagern. Erstmal. Das ist wieder so eine Sache. So, okay. Lange Rede, kurzer Sinn. Erstmal. Ja, nicht allzu lang. Hab gerade geguckt, wegen der Länge des Zuges. Da brauchst du ja auch nicht viel zu sein, denn das kann ja eine kleine sein. Elektro, aber nicht zu heftig. Eine kleine. Wirklich was Kleines, nichts Wildes. Ja, haben wir hier nicht gekommen. Dann nehmen wir die rote hier, das passt doch. 72, mehr muss es doch gar nicht sein. Ja, Güterwagen dran geklatscht. Wir brauchen. Was ist das? Stahl, ne? Ist ja Stahl, oder? Ist der Stahl hier? Ich weiß es gerade selber nicht. Was produzieren die denn? Maximal, ja, Stahl. Okay, also Stahl. Holen wir uns ein Stählchen. Und dann passt das. So, wo bist du? Du bist da. Das läuft hier alles. Güter. Also, was haben wir hier? Stahl 75, 75. Double Deck. 2, 3, 4, 5, 6. Sechser müsste reichen. Wir nehmen nur den einzelnen, das reicht aus. Naja, der soll ja nur quasi, es ist so eine Art Werks, ja, Werksbahn. Und du? Ballast dahin. Hier sollst du aber beladen und hier sollst du entladen. Genau so ist es geplant. So, erster Stop nicht erreichbar. Lass mal gucken, woran es liegt. Davon. Weil?
Ist doch in Ordnung. Der kann doch da reinfahren. Moment. Mal gucken, ob es jetzt geht. Nee, er sagt immer noch. Ist irgendwas... Okay, hier ist... Hier fehlt es auch an Energy, sehe ich gerade. Hier ist irgendwas mit der, mit dem Strom wieder nicht in Ordnung. Ja. So, jetzt gucken wir nochmal. Ich probiere nochmal das Probieren mit dem Mix-Signal. So, okay. Probieren es nochmal. Jetzt kann er. So, dann machen wir nochmal eine Mitfahrt mit dem. Schickes Teil. Gefällt mir gut. So, der fährt jetzt einmal in das Lager da rein, weil wir erstmal da, so kann er drehen. Gefällt mir gut. Cool ist das. Das ist cool, Leute. Das ist richtig cool. So, 1A. Guck mal, wie das läuft hier. Ja, jetzt muss er warten. Na, er fährt geradeaus, okay. Nee, er biegt ab, er biegt ab. Okay, er schwenkt rüber. Muss er ja auch, der Bengel. Wie cool das aussieht, oder Leute? Die ganze Industrie hier. Echt geil. First-Person-Kamera. Genial. Ah, hier ist der Boden etwas uneben, aber es macht überhaupt nichts. Na, heute mal ein bisschen mitfahren. Es schadet ja nicht. Machen wir eigentlich viel zu selten, oder? Könnt ihr mir ja mal schreiben in die Kommentare, ob ihr mehr solche Mitfahrten haben wollt. Ob euch das interessiert, ob das mehr zeigen soll. Wie gesagt, euer Feedback wird erhört werden. Ich antworte jedem. Wenn es nur nicht dunkel wäre. Ah, oh, guck mal, die Bahn... Die, wow. Okay. Habt ihr gerade gesehen mit der Bahn, ne? Oh, jetzt... Wie wir, dass da mit den Schienen was nicht in Ordnung war. Hier sieht es auch irgendwie komisch aus. Ah, jetzt muss er abbiegen. Das passt aber alles, alles gut. Alles gut, alles super. Ah. Egal, er muss einmal kurz rumfahren. Er muss einmal hin und zurück. Ach, so sieht's von innen aus. Okay. Hallo? Okay. Interessant. Aha. Ist auch mal interessant, so unter so einem Gebäude zu sein, oder? Ich will aber die Mitfahrt haben, wenn wir hier auf das Stahlwerk losfahren. Der Kies muss nur irgendwie weg. Den Kies müssen wir irgendwie auch noch rauskriegen. Hä? What the Geier? What is the Lose? Ah, was ist los hier? Was ist denn wieder für Schmerzen? Was ist denn wieder mit dir los? Was ist denn hier wieder für kaputt?
Hier vorne ist irgendwas wieder nicht in Ordnung. Was ist denn da mit dir? Was stimmt denn da wieder nicht? Was hast du denn da wieder? Was hast du denn wieder für Schmerzen? Das ist doch in Ordnung. Du kannst doch da fahren, Mann. Was stimmt denn nicht mit dir? Hä? Okay, die Schiene sieht... Schiene sieht ein bisschen komisch aus. Warte mal kurz. Ich nehme das mal weg. Na komm. Mach mal schneller. In der Hoffnung, dass das jetzt rafft. Nee. Warum? Was ist denn hier nicht in Ordnung? Das ist doch okay. Das verstehe ich jetzt aber auch nicht, was sein Problem hier wieder ist. Da, er zeigt mir was am Signal an. Ja, keiner sagt mir, was mit dem Signal nicht in Ordnung ist. Aber Signal. Signal ist das Problem. Gut, dann nehme ich das Signal weg hier. Wenn du mir ein Problem hast, nehme ich das Signal weg. Warum ist denn das hier nicht... Hä? Ist das nicht elektrifiziert? Das wäre jetzt hart. Ja, jetzt. Es war nicht... Also irgendwie, keine Ahnung. War nicht so ganz elektrifiziert. So, stopp. Ich wollte doch das Foto machen. Kinder. Macht mich nicht schwach jetzt. Moment. Also, erst einmal. Stopp. First Person. Das. Das. Halt, stopp. Richtig First Person. Stopp. Go. Das wollte ich haben. Ich wollte das mal sehen hier. Ah, das müsste ja eigentlich vollgeladen werden mit Dings. Wie sieht's denn aus? Kriegst du was? Ja, da kriegt ein bisschen was. Ach, jetzt wird auch wieder produziert hier. Ja, jetzt wird ein bisschen was produziert. Das ist okay. 200 Leute könnten hier arbeiten. Ist der voll? Nee, Quatsch. Warten bis beladen eigentlich, mein Freund. Aber naja, gut. Fahr den zurück. Dann kommt jetzt hier Stahl noch mit dazu. Und hier ist irgendwas mit den Schienen nicht in Ordnung, wie mir scheint. Irgendwie sehr merkwürdig aus. Es sieht alles sehr spektakulär aus. Hubschrauber-Landeplatz hier, was hier ist. Die haben wir auch noch dran. Die könnten wir auch noch benutzen. Das ist alles so ein bisschen... Ja, was läuft? Na, wie sieht's aus? Loyalität 53%. Nicht der Burner. Muss man ja leider anerkennen. Es ist nicht der Burner. Ja, das läuft hier. Das ist gut. Wie sieht's hier aus? Kirche, Bürger... Ja, es ist nicht perfekt, ne? Aber wir arbeiten dran. Wie sieht's denn hier aus? Kultur. Wir haben echt ein Problem mit Kultur. Die können doch überall hin, oder nicht? Klar, die können überall hin. Kultur, komm. Wahnsinn. So, aber wie gesagt, das funktioniert. Jetzt müssen wir nur noch zusehen, dass wir den Kies hier rauskriegen. Da hole ich mir vielleicht so eine zweite Lok ran. Aber ob ich das hier noch geswitcht kriege? Boah, das ist wär... Warte mal, ich probiere mal. Ich nehme das mal weg. Versuche mal hier irgendwie noch ranzukommen. Aber das... Boah, nee, das wird nichts. Dann müsste ich hier oben anfangen. Ah!
Geht nicht, ich komme da so nicht rüber. Das Problem ist, ich muss ja, um meinen Gedankengang zu erklären, wenn ich den Kies hier weghaben will, muss ich ja irgendwie hier wegkommen, ne? Das heißt, ich kann ja so nicht dahin fahren und dann wieder so zurückfahren. Das heißt, ich muss irgendwie... So, wir könnten natürlich kreuzen. Na klar, könnten wir machen. Aber ich will nicht kreuzen, um Himmels Willen. Ich hasse es zu kreuzen. Ne? Das heißt, ich müsste den jetzt irgendwie nochmal versetzen, was wir machen könnten. Mache ich jetzt auch. Ich versetze den. Dann hat er jetzt kurzfristig mal keinen Strom, aber hey, ist egal. Warte kurz. Stopp. Die Frage ist, was war das jetzt für ein Anschluss? War das ein großer Anschluss oder war es ein kleiner Anschluss? Ich muss mal kurz gucken. Untergrund. Das sieht mir nach einem großen aus. Das heißt, wir hatten eine gemoddete Variante von dem Elektroanschluss. Eisenbahntransformator. Muss der hier gewesen sein. Gedreht, gedreht, gedreht. War der so? Ja, es ist alles sehr eng jetzt hier. Das ist auch nicht schön. Also nicht so toll. Aber was willst du machen? Irgendwie müssen wir es ja hinkriegen. Ja, eingedreht. Straße wird ein Problem werden. Sie ist jetzt schon kommen. Straße wird ein Problem. Ja, obwohl... Das ging erstaunlich gut. Jetzt brauchen wir natürlich wieder den Untergrund mal ganz kurz für die Stromgeschichte. Zack. Oder? Ich kann es leider nicht erkennen. Nee, der geht da lang. Muss der sein. So, dann klemmen wir dich jetzt mal straight wieder an. So, dann haben wir dich auch schon mal wieder am Start. Jetzt noch die restlichen Schienen wieder anpflücken und dann sehen wir mal weiter, was uns das jetzt gebracht hat. Okay, Saft hat er wieder. Jetzt müssen wir zusehen, dass wir hier irgendwie hier wegkommen. Bahnübergang nicht erlaubt, weil... Jetzt das geht. Okay, warte kurz. Dann müssen wir gucken mit dem Signal. Ja, ich habe es für mich gedacht. Das Signal ist jetzt... Und dann kann ich erst... Von da aus... doch, geht, 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 geht. Ah, come on. Come on. Ach, komm. Hör auf, da ist doch nichts, Mann. Hi. Guck dir mal an, wie der das macht hier. Wie der das echt macht. Total doof. Gibt's doch nicht. Das ist doch schon wieder eine Muckefuck hier. Ganz ehrlich, guck mal. Der ist kein Problem. Aber der hier will nicht. Der geht nur so. So, der ist auch nicht richtig dran. Ist Hammer, oder? Leute, ihr seht das Problem. Jetzt. Jetzt. Ich muss ein bisschen stückeln. Mein Gott. Manchmal ist... echt zickig, ganz ehrlich. Es ist manchmal echt zickig. So, du. Halt. Du so. Du fährst so. Du fährst so. Du fährst so. Okay, wir nehmen das als großes Dreieck. Als quasi Eisenbahndreieck. So, okay, es passt. Na, dann müsste das eigentlich alles funktionieren.
Ja, das müsste eigentlich alles klappen. Der nimmt den. Der nimmt den. Zur Not nimmt der auch den. Warte mal, ich will den mal losschicken. Und Abschutz. So, da war wie gesagt der kleine Abschutzteufel mal wieder. Man kennt es ja mittlerweile. Man gewöhnt sich ja an alles. Da hat irgendwie Schienenbau und so weiter ist ein bisschen kritisch immer. Bei dem Game. Aber jetzt haben wir es geschafft. Also, wir könnten jetzt dafür sorgen. Ich lass mal laufen. Dass dann definitiv das Kies abgetragen wird. Was wir hier nebenbei noch produzieren, so als Abfallprodukt. Was wir mit dem Kies machen? Ja, da könnten wir anfangen mit Platten. Wir könnten darüber diskutieren, ob wir irgendwie Platten noch ranbauen wollen oder irgendwie sowas. Müssten wir eigentlich mal gucken, mal ganz kurz. Ich schau mal ganz kurz, ne? Ich schau mal ganz kurz, Leute. Hier hinten haben wir bestimmt die passende Antwort für die Plattenindustrie. Cooking Plant. Hier, Converter Plant. Für Kies, da hätten wir Kies. Maximale Produktion pro Tag. Bruchstein bräuchten wir. Haben wir nicht. Wir haben ja gleich auf Kies. Was haben wir denn hier? Eisenerz, Eisenerz, Kohle. Okay, dann haben wir hier Zement, Kies. Haben wir ja noch nicht. Zement. Ich frage mich, warum ich es zweimal habe. Für Erz. Elektro, All Center. Concrete Plant. Maximale Produktion pro Tag. Kies, Strom und Zement. Ich brauche aber, ich habe den Kies und wir brauchen Zement. Das heißt, ich brauche ein Zement mal allerdings. Und keine andere Geschichte. Holzfällerposten. Asphalt. Wie gesagt, das ist ein hier, in dem Fall ist es hier ein Abfallprodukt. Einfach was noch so ein bisschen überbleibt. Brick Factory wäre auch ganz geil. Rohes Bauxit und Kohle. Was wusste zwar nicht, dass man dafür Bauxit mittlerweile braucht, aber okay. Ich schau mal. Irgendwo war doch das hier was. Huge Chemical Small Zement. Kohle und Kies. Dann machen wir Zement. Für ein kleines Dings. Platten, Platten, Elektrokomponenten. Es ist halt immer so ein bisschen doof, dass man sich hier teilweise echt durchklicken muss, bis man das Passende gefunden hat. Stahlwerk, Elektro, Kohle. Asphaltanlage, da bräuchten wir Bitumen und Kies, dann könnten wir Asphalt produzieren. Betonwerk. Beton, Kies und Zement. Gulag. Gulag. Kleidung, Kleidung, Stahl, nein. Small Zement. Kies und Kohle, ja, kleines. Das brauchen wir nicht. Ich brauche ein bisschen größeres. Chemieanlage, Nahrungsmittel. Large Metal Gate. Gibt's doch nicht, dass wir kein Zementwerk haben, oder was? Carbidfabrik, Kunststofffabrik, Combined Factory, Bucket Dredger, Woodcutter, Stoff. Gravel Processing. Kernbrennstoff, Kunststoff. Alles hat man hier, ne? Aber das, wenn man mal was braucht, dann bist du angeschissen. Woodcoal, Kellerbrauerei, Fleischerei, Bäckerei. Chemical Lab. Gibt's doch nicht. Haben wir keine Zementfabrik, ey, ganz ehrlich? Haben wir echt jetzt keine Zementfabrik? Das ist ja, ist ja hart. Das ist ja echt hart jetzt. Haben wir echt das nur bei dem Dings? Metallurgie?
Nuklear Engineering. Construction. Konstruktionsbüro, Konstruktionsbüro. Das ist klar. Helikopterkonstruktionsbüro. Zementwerk, da, Zementwerk. Zementplant 2, Kohle und Kies. Small Cement Plant, Small Cement Plant 2. Standard. Dann haben wir das hier. Das eine. Damit könnten wir schon mal was anfangen. Dafür brauchen wir wieder Kohle. Oh. Ich und meine Kohle. Ich und meine Kohle. Das ist eine never ending story. Die Kohle werde ich hier nicht mehr los. Das ist Wahnsinn. Wir müssten hier echt von der Kohle hier hinten auch nochmal was wieder abzwacken, um da ranzukommen. Das gibt's nicht. Ich kann doch nicht immer Kohle abzwacken. Das heißt, wir müssten hier hinten weiter aufbauen. Ah, Gottes Willen, ey. Oder bauen jetzt hier weiter an. Können wir ja auch drüber reden. Alter, das ist so... Kinder der Sonne, sag ich nur. Ein Kack ist das. So, lass mal ganz kurz schauen. Wir stehen hier. Das ist unglücklich, ne? Das ist so unglücklich hier mit der Straße. So mega unglücklich, ganz ehrlich. Jetzt dürfen sie erst fahren. Dadurch verzögert sich natürlich alles. Ah, das ist doch... Das ist doof. Ganz ehrlich, es ist doof. Alter Falter, okay. Beim nächsten Mal werden wir uns auf jeden Fall mit dem Thema Zement und so weiter beschäftigen, damit wir den Schmu hier loswerden. Das funktioniert hier. Warum wird denn hier nicht produziert? Achso, weil der Angleiter wahrscheinlich voll lädt, ne? Der lädt voll, oder? Du kannst... Ja, der lädt voll. Dauert halt ein bisschen. Ja, und Kies ist das Problem. Hier kommt halt auch nicht so regelmäßig was an. Ah ja, aber wie gesagt, da müssen wir noch ein bisschen nachjustieren. Aber das machen wir alles beim nächsten Mal. Ich bedanke mich so lange fürs Zusehen. Hinterlasst ein Däumchen. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Ciao, ciao. Euer Ed von edgaming.tv. Bye, bye. Tschüss.